Die Premium-Mod-Private Episodes will ich wieder testen und macht es so gut wie unmöglich, Dinos zu zähmen. Warum das Ganze so ist, seht ihr gleich in der Folge. Viel Spaß euch. Und damit, liebe Leute, sind wir heute wieder am Start und spielen hier wieder. Private Episodes, es geht heute wieder los. Wir werden mal gucken, was wir heute so schaffen. Leute, erstmal, wenn euch das Ganze gefallen sollte, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Das wäre super, super lieb von euch. Hilft mir sehr weiter. Was ist das für ein riesen Obsidianstein? Holy moly. Ich brauche auf jeden Fall erstmal mehr Dünger, liebe Leute. Und deshalb brauchen wir heute einen Dungbeetle, auch wenn das nicht wahrscheinlich nicht das Spannendste ist, so ein Ding zu zähmen. Das müssen wir heute leider machen. Außerdem seht ihr wahrscheinlich meine fancy Rüstung. Für die habe ich ganz bestimmt nicht im Mod-Shop 5 Euro ausgegeben. Nee, habe ich ganz bestimmt nicht gemacht. Und ich habe die Rüstung komplett aufgewertet endlich mal. Und die hat 1400 Armor jedes Teil. Ich sollte unbesiegbar sein. Vielleicht noch nicht. Vielleicht bin ich gleich wieder tot und die Rüstung ist kaputt. Sehen wir gleich. Aber erstmal gucken wir, ob es Dungbeetles gibt. Außerdem wollen wir gucken, ob es heute einen zweiten Rex zu meinem Rex gibt. Meiner ist ein Female. Wir brauchen also Male Rex. Ich hoffe, da finden wir einen 150er. Und dann schmeißen wir die zusammen, paaren die ganze Zeit, damit wir dann hoffentlich gegen die nächsten Bosse irgendwann antreten können. Das ist auf jeden Fall das Ziel. Und da werde ich so ein bisschen mit meinem, was zum Teufel? Das ist doch ein Kolossos-Atlantik-Basilo, oder? Hey, ich muss unbedingt gucken, wie man Sushi macht. Ich will so ein Gerät haben. Junge, der ist ja ultra wild. Naja, wir gucken mal weiter. Ah, das ist ein Swordfish. Ich will gerne gucken, aber ich habe Angst. Sind die aggro? Die sind, glaube ich, auch ein bisschen aggro. Ey, die sehen ja sau cool aus. Hä? Kann ich die so verprügeln? Bin ich stark? Ich bin nicht stark, glaube ich, oder? Okay, das war ein Fehler. Der macht nur 3 Damage, weil der Rüstung ist OP. Aber der macht auch Bleed und das 30 Sekunden lang. Okay, 30 Sekunden ist ja auch gar nicht lange hier da. Triss Axt, ohne Witz. Ich mach die mit der Axt kaputt. 1 gegen 1. Ich wollte eben meine neue Rüstung testen. Komm du mir ran. Ja, ja, Bleed kann mir gar nichts. Ah, kommt schon der zweite. Und oh, no, chill mal. Oh, ich habe irgendwas bekommen. Okay, wir machen Rückzug. Der Basilo wäre halt so cool, ne? Den hätte ich schon gerne. Wir haben Pacific Prime Fishmeat bekommen. Okay, ich muss auf jeden Fall mal nach Hause und gucken, ob ich damit irgendwie Sushi oder sowas machen kann. Wir testen vorher. Aber ich sehe gerade, ich brauche 3 Stück für einen und ich brauche auch noch Cape und Reis und ich habe keinen Plan, wo ich das herbekomme. Warum spawnen die hier jetzt einfach so? Geht's gar nicht gut. Tatsächlich hatte ich das schon auf dem Discord gelesen, dass die Titans jetzt alle broken sind seit dem neuen Arc-Update oder sowas. Aber ich kann die nicht mal anvisieren. Das sieht so dumm aus. Okay, ja, wir gucken mal weiter. Ich wollte nur ein bisschen rumgucken, was wir vielleicht sehen können. Oh mein Gott, ein riesen Ziefer. Ey, wenn ich wüsste, woher Reis und so. Ich muss mich erkundigen. Ich muss das rausfinden, unbedingt. Okay, ich habe gerade gelesen und anscheinend muss man nur mit dem Bärenfarmer die ganze Zeit Büsche umgraben und dann bekommt man irgendwann Reisseeds und Kelpseeds und die kann man einfach anpflanzen. Also wenn das wirklich so ist, dann können wir das ja schon machen und deshalb gehe ich jetzt einfach schnell nach Hause und hau ein bisschen in Büschen rum. Oh mein Gott, ich hatte schon welche sogar. Oh mein Gott, ich hatte beide sogar. Das war's komplett. Ey, ach, vielleicht, ich habe nie hier nicht reingeguckt tatsächlich. Tut mir leid. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Was? Ich habe extra den Crops und Eingangsbereich gestellt und das Ding ist komplett ausgerastet. Ich den hier mal in den Eingang gepackt. Der ist nämlich nicht so schlimm. Ja, das war es komplett schon wieder. Ah, der wurde geerntet. Aber wir haben Kelp. Nice, wir haben beides. Aber mein Fisch ist gespoilt. Das ist bitter. Das heißt, wir müssen nochmal kurz los. Und ich glaube, ich mache das diesmal mit dem Rex einfach. Wir gehen so ein bisschen da rumrennen und hauen alles um. Ja, ich merke jetzt erst, dass der Rex nicht so der beste Schwimmer ist. Oh, hier ist so ein Ding neben mir. Warte. Kriege ich den auch? Nice. Aber ich habe irgendwie nichts Besonderes bekommen. So, wir sind wieder beim Basilo. Vielleicht farmt der Rex das auch einfach nicht. Vielleicht muss ich das so selber abfarmen oder so. Ich habe keine Ahnung. Wir sehen es jetzt wahrscheinlich. Ich muss es wirklich selber abfarmen. Hä? Das ist Scam schon wieder. Ich werde hier ein bisschen in die Mangel genommen. Aber ich glaube, es ist alles okay. Oh mein Gott, ey. Ich wollte nur Fische suchen. Hallo. Okay, ich bin ehrlich, das war kurz ein bisschen unangenehm, aber ich glaube, jetzt ist alles in Ordnung. Das sieht gut aus. Ist das hier der Jackpot? Ich glaube, das ist der Jackpot vielleicht. Wenn ich gleich irgendwelche bösen Sachen wieder herkomme zumindest. Ja, hier ist lecker. Hier ist der lecker. Von dem habe ich wieder gar nichts bekommen. Schade eigentlich. Okay, ich habe sie down. Gib mir dein Stuff. Ich habe wieder nichts bekommen. Hä? Ja, oh, 3. Okay, das ist gut. Ich sag's so, wie es ist. Ich glaube, ein Spino wäre eine coole Sache. Mit dem kann man da vielleicht ein bisschen besser durchrennen. Also ganz, ganz, ganz theoretisch sollte ich jetzt einen machen können. Hoffe ich zumindest. Und ich glaube, der braucht da auch nur einen. Wir gucken mal. Oh Mann. Ich kann Pacific Sushi machen. Das war das, was ich brauchte, oder? Das hält auch länger, zum Glück. Wir gehen rüber. Alter, der braucht wirklich nur einen. Also es könnte sein, dass wir gleich einen haben. Es könnte wirklich sein, wenn er wirklich gleich irgendwie komisch nascht oder so. Die machen ja ganz wilde Sachen ab und zu. Kommt der hier so an Land und springt hier so her oder so? Der ist ja schon ausgenockt. Oh mein Gott, die können ja nur schlecht sein, oder? Wenn die nur einen Schuss brauchen.
Oh, das ist bestimmt der größte Reinfall. Ich dachte, das wäre mein neuer Oberdino. Aber vielleicht kann ich mit dem besser... Oh mein Gott, der ist schon gezähmt. Vielleicht kann ich mit dem besser was farmen. Das könnte sein. Ey, weißt du was? Ich nehme dich erstmal mit und wir machen dir mal einen Saal, Kollege. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Das ist cool. Er macht kein Damage. Oh mein Gott, er macht kein Damage. Oh nein. Er macht 300 Damage. Oh, nö. Ey, der sieht so cool aus. Aber der farmt auch kein Filet, glaube ich. Oh no. Wie sieht das aus, wenn er aus dem Wasser springt? Und warum bin ich so weiter drüber? Hä? Ja, weiß ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt nicht, ob das so nice ist. Ich war noch gar nicht unter Wasser. Ich glaube, ich habe auch keinen Tauchanzug zu Hause. Und ich glaube, ich habe auch nicht viel Oxygen geskillt. Aber wir können ja mal so ein bisschen rumgucken, ob wir irgendwas Cooles sehen. Aber bis jetzt sieht es hier relativ normal aus. Und ich glaube, mit dem Damage von diesem Fisch sollte ich auch nicht zu viele Sachen hier machen. Also das war echt nicht so krass. Ich sage, ich will nicht so tief, aber ich gehe dann so tief, dass ich fast ertrinke. Komm schon, komm schon. Ja, easy. Okay, alles gut, Leute. Alles gut. Ich bin einfach Superman. Okay, es gibt auch einen Hammerhai. Ich weiß nicht, ob ich den Tod kriege. Vielleicht kriege ich von dem ein bisschen mehr. Oh mein Gott, alles Endbosse hier. Der hat 30.000 Leben. Der hat mehr als mein Ziefer. Ich habe irgendwas genascht mittendrin. Wollte ich nicht mal. Hammerhai ist OP. Jetzt greife ich alles zusammen an. Ah, ich glaube, ich kriege ihn down. 6.000 Leben noch. Ich baue ihn gleich mit der Spitzhacke ab. Wir werden absteigen und den so abbauen. Oh, ein. Ja, wir bekommen was. Okay, okay, okay. Hammerhai ist der Weg, liebe Leute. Aber sowas von. Das ist der Weg. So, die bringen wir nach Hause, machen direkt Sushi draus. Böser Ziefer, normaler Ziefer. Böser Ziefer, normaler Ziefer. Ach Mann, ey. Der motzt so viele Sachen, Buggy. Das sind zwar immer so Kleinigkeiten, aber ich denke mir immer so, wie kommt's dazu, ey? Jetzt gehen wir endlich mal für den Dungbeetle und der ist anscheinend hier oben irgendwo. Das wäre ganz nice, weil die anderen waren alle in irgendwelchen Caves drin. Ich kenne mich in den Caves hier nicht so aus. Deshalb dachte ich mir so, vielleicht holen wir uns den hier oben ab. Okay, der ist auch irgendwo drin. Und ich habe hier ein bisschen Angst. Hä? Ist das ein Griffin? Oh, das ist ein Griffin. Oh, das ist ein Griffin. Oh, das ist ein böser Griffin. Okay. Der ist in der Wand. 100 pro ist er in der Wand. Ich glaube, ich sollte hier nicht sein. Hier geht alles hoch. Hier geht wirklich... Oh mein Gott. Okay, nee. Wir ziehen ab. Wir ziehen ab. Wir ziehen schnell ab. Okay, das war's. Also, da ist irgendwo einer. Keine Ahnung, wo das ist. Ich habe gehört, wir gehen in den Lava Cave. Da weiß ich zumindest, wo der Eingang ist, glaube ich. Ja, hab sie gefunden. Nur die Frage ist, will man hier so durchlaufen? Das ist die andere Frage. Oder kommen einem hier sehr unangenehme Genossen entgegen? Oh mein Gott, ja. Ja, okay. Das ist ja ärgerlich. Vor allem war es nicht einfach nur eine Elektrospinne? Hat mich gerade eine Elektrospinne geone-shottet? Storm Araneo Level 55. Kann das alles nicht mehr. Und so viel zu meiner Rüstung macht mich unbesiegbar, ey. Oh, weiß ich ja nicht. Kann das sein, dass Storm ziemlich OP ist? Ich glaube, wir brauchen irgendwas Stormiges. Vielleicht sogar ein Griffin oder so. Also ich kann schon mal den Kämpfe machen. Guck mal, was ich da hinten sehe, liebe Leute. Ich glaube, wir machen vielleicht wieder den Käfig. Auch wenn der wahrscheinlich recht schnell kaputt geht, aber vielleicht die aus Metall. Und dann holen wir uns den. Okay, ich war jetzt eine halbe Stunde was essen und bin jetzt wiedergekommen und habe gesehen, dass der 150er Griffin einfach verschwunden ist. Und deshalb müssen wir uns mit einem 140er zufrieden geben. Aber ich denke, das ist auch okay. Ich hoffe nur, dass der auch wohl so Blitznetze schießen kann. Ich denke nicht, dass ein Griffin das kann, aber wäre cool, wenn er das könnte, weil es hat richtig viel Damage gemacht. Ach ja, und weil mein Petri jetzt tot ist, muss ich ja mit Margie fliegen. Ey, ich war gerade ein bisschen schneller unterwegs, jetzt bin ich wieder mit Margie unterwegs. Was auch immer das gerade war. Ich bin gerade gecrashed, bin jetzt wieder auf dem Server und bin jetzt tot. Ich hatte gerade nach meinem Crash meinen Griffin nicht so Bock, nochmal zum Griffin zu gehen und dachte, ich hole mir einfach einen Tüler, weil Tüler sind nice. Und was ist? Der Tüler hier hockt irgendwie im Baum oder so. Ich habe keine Ahnung. Oder der zeigt das halt... Oh mein Gott, okay. Ich habe ihn gefunden, ich habe ihn gefunden, ich habe ihn gefunden. Ja, nee, okay. Tüler, du darfst mich gehen lassen. Du darfst mich, wie ich, ohne Witz, ich sterbe schon wieder. Ich kann das nicht mehr. Ich habe... Ach, meine Rüstung ist schon wieder kaputt. Mama mia. Okay, ich weiß, wo der Tüler ist übrigens, Leute. Wenn das so weitergeht, habe ich bald nichts mehr zu fliegen. Das ist, glaube ich, mein letzter Flugdino. Und der kriegt erstmal ordentlich Wuffelspeed. Und jetzt geht's ab. Wir fliegen wieder dahin. Aber das ist schon wieder... Ey, Mann, das ist mein letzter Flugdino. Einfach, ich habe sonst nichts mehr. Gar nichts. Okay, ich habe den Tüler schon mal wieder markiert, dass der mich möglicherweise nicht nochmal anspringt. Das wäre cool.
Aber ich habe ein bisschen Angst, dass hier irgendwo noch welche sind. Oh, der ist wieder oben im Baum. Oh mein Gott, als ob. Ja, das ist einfach unfair. Wo ist mein Archie eigentlich? Den muss ich unbedingt retten. Oh, der ist direkt daneben. Das ist halt auch nicht so cool, ne? Okay, ich habe eine Idee. Aber ich weiß nicht, ob die professionell ist. Ihr werdet sie gleich sehen, okay? Okay, okay, okay. Sehr gut, sehr gut. Das hat soweit geklappt. So, du bist eingepackt und jetzt fliegen wir ganz langsam. Also wirklich sehr langsam darüber. Oder vielleicht mache ich doch mal so und dann so. Ja, ja, ja. Ja, ihr werdet sehen. Mein Archie wird gesaved sein. Ich sehe gar nichts. Ich sehe nur Baum. Ah, ich sehe seinen Namen. Hallo. Lass mich einpacken. Okay, sehr gut. Und jetzt schieße ich doch auf den Tüler. Und hole ihn auch noch vom Baum runter. Ah, oh mein Gott. Professionelles Gameplay. Mal wieder hier von Machi, wie man es gewohnt ist. Habt ihr was anderes erwartet, ist die Frage? Nee, habt ihr natürlich nicht. Ich wollte nicht so da runter. Oh, no, no, no. Das war ein Hit. Das war ein weiterer Hit. Guck mal, wie viel Topo ich schon gemacht habe. Das sieht doch gut aus. Der haut gerade die Motte. Ich hoffe, ich habe die Motte nicht angeschossen. Nee, habe ich nicht. Mr. Tudor, Sir, ich sehe nichts. Könnten Sie bitte herkommen? So, easy Hit nochmal. So. Und nochmal ein Hit. Zack. Der ist fast ausgenockt. Der ist fast ausgenockt. Komm zu mir, komm zu mir. Ich habe vorbeigeschossen. Okay, er greift mich auch gerade nicht an. Das war ein Hit. Oh mein Gott, nice. Oh, da haben wir jetzt hoffentlich braucht er nur einen Kibbel. Sag mir, dass du einen Kibbel brauchst. Der braucht nur einen Kibbel natürlich. Ich habe nicht nur einen Kibbel gemacht, zack, gezähmt. Unser erster Storm-Dino. Wild. Oh mein Gott, hä? Hier steht einfach so ein Titan rum. Ich habe den nicht mal gesehen. Was? Der steht auch echt merkwürdig rum. Hauptsache, der ist direkt neben mir. Ich weiß halt nicht, nachher greifen die so an und haben keine Animation. Das habe ich so ein bisschen Angst vor denen. Ich würde sagen, wir zischen ganz schnell nach Hause ab. So, im Licht sieht der super nice aus. Hä? Jetzt mal ohne Witz? Der ist richtig sexy. Ich hoffe, ich kann mir den Seil leisten. Hühler. Da, das sieht aus wie der richtige Seil. Stormhide fehlt mir aber komplett. So, erster Storm ist down und ich glaube, das reicht schon tatsächlich. Ich glaube, wir sind schon reich. Wir gehen so wieder zurück. Okay, ich habe gerade X gedrückt und das macht Dinge. Da blitzt so alles um ihn rum. Ob das Damage macht, ist die Frage der Fragen. 5000 macht er so schon. Das ist gar nicht so schlecht, aber auch nicht super, super gut. Und jetzt muss ich unbedingt nochmal den X-Angriff abchecken. Hier ist irgendwo ein Dodo hier. Das hat Cooldown. Das hat richtig lange Cooldown. Oh mein Gott. Oh no. Okay, bitte lass mich in Ruhe. Okay. Colossus Itchy. Dinge, die die Welt unbedingt braucht, ey. Ah, der wollte doch nicht wieder machen, den Angriff, hä? Als ob der so lange Cooldown hat. Fange ich jetzt einmal ein und wieder aus und hoffe, dass es dann weg ist. Okay. 9k Damage. 9k Damage ist gar nicht so schlecht. Und wahrscheinlich macht er das öfter, weil es geht halt übel lange. Oh doch, hä? Ich kann es jetzt öfter machen. Warum kann ich es jetzt öfter machen? Hä, der war nur kaputt. Ich kann es richtig oft machen. Ich muss den einmal einpacken. Oh shit. Oh shit. Ey, macht doch Damage. Hallo. Hallo, hier sind überall Blitze und sowas. Die sollten ja eigentlich Damage machen und dich zerstören oder so. Okay, die machen dir keinen Damage. Schade. Hä, mir wurde gerade meine Fernbedienung geklaut und ich weiß nicht mal von wem. Okay, wir rennen da jetzt einfach mal rein und gucken, was passiert. Blitzangriff. 2700 Damage. Und nochmal 2700. Das ist nicht so krass viel. Oh, jetzt bräuchte man dann auch ein bisschen Damage, okay. Hm. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Also, ist jetzt nicht so krass. Aber man kann damit Sachen killen. Und der gefällt mir tatsächlich fast besser als der Rex, weil man mit dem so ein bisschen rumjumpen kann und der auch ein bisschen beweglich ist. Er ist nicht schlecht. Vielleicht kann ich damit einen anderen Rex ausknocken. Das wäre vielleicht auch ganz gut. Ich sage euch eins, es gibt Volcanic Rexe nur als Females. 5 Stück auf dem Server, alle 5 Female. Ich werde gescammt. Aber komplett. Ich weiß nicht, ob ich hier sein will, ehrlich gesagt. Und der Baum, der backt gar nicht rum. Hier klingt irgendwas sehr demonic-mäßig. Hier ist ein 140er Hydro-Rex. Und ich dachte schon, wenn das mit meinen Rexen einfach nicht klappt, dann holen wir uns halt einen anderen ran. Du bist nur Apex und läufst ganz komisch. Und der Server laggt wahrscheinlich, denke ich. Das ist gar nicht gut. Weh, ich bin gleich wieder tot und mein Tüler ist weg. Okay, der Server ist absolut down. Das ist komisch. Ich habe in der Discord-Gruppe gelesen, dass es zu vermehrten Crashes kommen kann, weil das letzte Ark-Update irgendwie Prime Nemesis komplett zerschossen hat. Und ich glaube, das hier ist eins davon, ja. Ich muss zugeben, 10 macht gerade nicht so viel Bock. Ich bin auch 2 weitere Male gecrashed. Das war nicht so nice. Und dann habe ich mich einfach dazu entschieden, ich mache jetzt so einen Roboter. Und tatsächlich ist der super, super cool, wenn er nicht gerade gegen die Wand läuft, ganz komisch. Nämlich sortiert er alles ein, von selber. Das ist super cool, ich habe den gar nicht benutzt bisher. Ich musste erstmal rausfinden, wie das überhaupt funktioniert. Aber ich bin echt begeistert, guckt euch das an. Er bringt es einfach in meinen Schrank. Gleich ist da mehr Kristalle drin, also hoffe ich zumindest. Ich habe keinen Unterschied gesehen, aber ich glaube, er hat da was hingebracht. Aber damit, Leute, würde ich was sagen, das war's für diese Folge. Wir machen erstmal ein Päuschen, hoffen, dass das alles gefixt wird. Sehen wir uns auf jeden Fall ganz bald mit der Folge wieder. Leute, ich hoffe, euch hat das
das Ganze gefallen lassen, Like da lassen, Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.